Moin, moin, liebe Freunde. Heute seht ihr mal einen etwas angeschossenen Frank, aber auch einen relativ glücklichen Frank. Denn ich habe gerade eine schöne Einheit hinter mir. Ich habe ja letzte Woche Entschuldigung, beschlossen, ich mache mal ein kleines Home-Trainingslager. Ich muss ja so ein bisschen auf Umfänge und Intensitäten kommen. Habe letzte Woche 17 Stunden trainiert, da war ich schon recht happy mit. Und diese Woche stehe ich jetzt hier an diesem Freitagabend mit 12 Stunden. Der Tag heute. Nein, fangen wir erstmal Anfang der Woche an. Was habe ich denn gemacht? Wann haben wir uns das letzte Mal denn gesprochen? Ich war tatsächlich diese Woche zweimal schwimmen. Einmal am Montag, einmal. Nein, ich war dreimal schwimmen. Ich war dreimal im Wasser. Das kann ich nicht glauben, aber nach meiner Vorgeschichte glaubt ihr mir das wahrscheinlich auch nicht. Also, ich war am Montagabend im Bad. Ein relativ brustlastiges Programm, so mit 3x200 Meter Brustbeine, 3x400 Meter Brust ganze Lage. Am Ende noch 800 Meter Kraul. Mir taten so die Arme weh danach, obwohl ich ja früher mal ganz gut Brustschwimmen konnte. War das relativ hart, aber das war so ein richtig cooles Ganzkörpertraining. Und am Mittwochabend war ich dann nochmal schwimmen, da musste ich die Einheit etwas abkürzen und zwar vorne raus, weil ich vorher laufen war mit Andreas und ein paar unserer Leser und User. Das hat richtig Spaß gemacht, richtig nette Gespräche rund um die Alster. Eine Runde mit Andreas Rehlert, der hat ein bisschen noch geplaudert, hat ein bisschen erzählt von seinem kleinen Problemchen beim Arm in Lanzarote und dem, was er daraus schließt und was er jetzt noch vorhat. Also mit Andreas Rehlert ist noch lange nicht Schluss und ja, bei einem so sympathischen Triathleten, ich wollte Sympathieträger sagen, aber dann hätte der Satz nicht mehr gepasst. Ja, ist das natürlich schön, wenn einem ein solcher noch etwas erhalten bleibt, auch wenn er und wir alle wissen, dass er, glaube ich, so ein bisschen über sein Leistungszenit hinaus ist. Aber er wird noch uns ein bisschen Freude bereiten. Ja, das war also ein schöner Lauf. Und abends danach ging es dann direkt ins Schwimmbad. Und ja, ich kam dann nach dem Einschwimmprogramm an, bin mitten in die 8x50 Kraul reingeplatzt, was ich nicht schlimm fand. Ja, und dazu kam die ein oder andere Rolleneinheit Indoor. Ja, ich bin nur Indoor gefahren, glaube ich, bisher. Ja, und heute Morgen. Da wollte ich dann eben anknüpfen. Heute stand eigentlich auf dem Plan, ich fahre heute Morgen mal so 2,5 Stunden ganz easy. Draußen, morgens im Sonnenaufgang und heute Abend nochmal 1 Stunde Intervalle auf der Rolle. Ja, und das kam alles ganz anders. Ich bin nämlich wirklich tatsächlich früh aufgestanden und draußen war es nass. Meine Motivation war im Keller und zwar so tief im Keller, dass ich selber nicht in den Keller gehen konnte und auf der Rolle fahren konnte. Hab mich dann in mein Homeoffice gesetzt, bis die Family wach wurde. Dann gab es ein bisschen Familienprogramm und ja, dann wollte die Familie zum IKEA, was ich mir an einem Brückentag zwischen Feiertag und Sonntag ganz bestimmt nicht antue, zumal unser Büro ja neben IKEA ist und meine Familie ist dann losgezogen. Die Kinder hatten dann noch ihr Sportvereinstraining, sodass ich Radfahren konnte. Und da habe ich gedacht, dann legst du einfach das Lange und das Schnelle zusammen und bin mal 100 Kilometer im Wind gefahren. Es war tatsächlich relativ windig da draußen hinterm Deich. Auf einem rechteckigen und windigen Kurs. Und ich bin super happy. Ich bin die 100 Kilometer mit einem Schnitt von 35,5 gefahren. Mit einer Wattleistung, die deutlich höher lag als vor 2 Jahren beim Ironman Hamburg. Und da muss ich sagen, ja, da bin ich echt begeistert. Aus dem vollen Training raus. Wie gesagt, seit letzter Woche Montag stehen insgesamt schon 30 Stunden. Mit etwas angenockten Beinen, was ich vorher gemerkt hatte, ging das richtig, richtig, richtig gut. Ja, wie gesagt, höhere Wattleistung als vor 2 Jahren beim Ironman Hamburg, jetzt auf 100 Kilometern. Jetzt wollen wir mal gucken. Nächste Woche ist ja Testwettkampf in Lübeck. 7-Türme-Triathlon mit 80 Kilometer Radfahren. Da bin ich mal gespannt. Und ja, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und die Euphorie abzudämpfen, ich bin danach noch gelaufen. Nach 1 Kilometer habe ich gemerkt, das fühlt sich nicht nach Laufen an und bin umgedreht nach Hause. Ich hatte den ersten Kilometer so in 5,15, glaube ich. Also auch nicht ganz langsam, aber es fühlte sich so unrund an. Der zweite Kilometer war dann ähnliches Tempo und ich kam dann hier zu Hause an, hatte meinen Laufstil wiedergefunden. Und ja, war dann am Ende auch happy. Also da hätte ich auch noch weiterlaufen können in dem Trott, aber
man muss es ja nicht übertreiben. Ja, also wie gesagt, ich bin etwas angenockt von dem Radfahren. Bin mal gespannt, was ich davon morgen merken werde. Mein großes Ziel ist es ja noch, diese Woche die 20 Stunden voll zu bekommen. Da fehlen also noch 8, sprich 2 Tage, 4 und 4 oder ein bisschen anders verteilt. Da habe ich gewisse Pläne, die muss ich gleich nochmal mit dem Wetterprogramm abgleichen. Hab noch eine Menge andere Geschichten zu tun hier mit meiner Family und Reifenwechsel und was nicht alles noch ansteht. Ja, langweilig wird mir da bestimmt nicht. Das Training wird auf jeden Fall früh morgens stattfinden, weil meine Familie, und das ist ein riesengroßer Vorteil zum Glück, aus 3 Langschläfern besteht und mir, der kein Problem damit hat, auch mal früh aufzustehen. Also morgen wird es sicher ganz, ganz früh mit dem Rad fahren und ja, wenn es nicht wieder nass ist und die Form im Keller und der Keller und so weiter. Naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, und dann sind es am Sonntag tatsächlich auch nur noch 5 Wochen bis Rot. Ja, aber ich nehme aus diesem Tag mit. Man braucht manchmal solche Einheiten wie heute, wo man einfach mal sich richtig die Kante gibt und irgendwo auch vergleichbare Werte hat. Und 100 Kilometer, das gehört eigentlich für mich immer in eine Saisonvorbereitung rein, seit ein paar Jahren, seitdem ich wieder Sport mache. Und das fühlt sich irgendwie gut an, das geschafft zu haben. Das ist für mich sowas, was glaube ich so unter den Begriff Schlüsseleinheit fällt. Und da gibt es sicher bei euch auch überall irgendwelche Schlüsseleinheiten, irgendwelche Lieblingsstrecken, die ihr dann fahrt, wo ihr Vergleichswerte habt. Oder der gleiche Testwettkampf jedes Jahr im gleichen Ort. Also das hat heute gut funktioniert und ich wünsche euch, dass ihr am Wochenende, wenn ihr nicht irgendwo im Kraichgau oder in Samurin oder Chamorin, wie es heißt, oder sonst wo irgendwo startet, dass ihr auch irgendwo ein solches Erlebnis habt, wie ich es heute haben durfte. Das war richtig, richtig gut und richtig gut für den Kopf vor allen Dingen, für die Beine sowieso. Ja, und von daher verabschiede ich mich jetzt als glücklicher Frank ins Abendprogramm, was garantiert mit ganz wenig Sport zu tun haben wird. Jo, und dann melde ich mich wieder, aber ich will euch nicht mit meinen Geschichten hier zuballern und langweilen, während es vor allen Dingen aus Kraichgau, aus dem Kraichgau, aus Bad Schönborn so viel spannende Geschichten gibt, die meine Kollegen da produzieren auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ich muss doch Rolle fahren, sonst kann ich mir das gar nicht alles angucken. Ja, ich werde schon einen Weg finden. Ja, also genießt das, was Trimac und Triathlon TV euch dieses Wochenende zu bieten haben. Ganz viel Spaß dabei. Ciao, ciao.